Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Biennale-Fans, ich begrüße ganz herzlich zur Eröffnung der Biennale unter dem tollen Titel Point of New Return. Wie Sie sehen, handelt es sich nicht um eine normale Eröffnung. Corona hat auch die Biennale erreicht und deswegen waren alle Planungen, alle Uraufführungen, alle Konzepte, alle Beteiligungsformate nicht mehr so durchzuführen wie geplant. Deswegen mussten wir überlegen, wie wir die Biennale fortsetzen, ob wir sie absagen, ob wir sie zeitlich verschieben oder in einem anderen Format anbieten. Das Ergebnis ist ein dynamisches Festival. Und dynamisches Festival bedeutet, dass wir sowohl den Zeitraum, in dem die Biennale 2020 stattfindet, verlängert haben, konkret bis April 2021. Und wir haben natürlich auch die Aufführungsorte verändert. Die Uraufführungen werden nicht nur in München, sondern an den Orten stattfinden, an denen zu Ende geprobt werden konnte. Und wir werden auch andere Formate anbieten, sei es Videokonferenzen, sei es Virtual Reality. Wichtig war uns, dass die Biennale überhaupt stattfinden kann. Mir ist es wichtig, den beiden Festivalleitern zu danken, Daniel Ott und Manus Zangaris, aber auch dem gesamten Produktionsteam unter Leitung von Herrn Tilman Broschardt und allen, die an der Vorbereitung für die Biennale in Verantwortung standen. Ich hoffe, dass uns weiterhin das Publikum gewogen bleibt. Verfolgen Sie die Aktivitäten der Biennale auf unserem Newsletter. Und ich hoffe, dass die nächste Biennale dann wieder unter großer Beteiligung stattfinden kann. Herzlich willkommen bei der 17. Münchner Biennale 2020. Diese Biennale mit dem Titel Point of New Return wird sich deutlich mehr verteilen als sonst. Wir vergrößern und erweitern das Festival sozusagen. Es wird eine Biennale all over. Das geschieht zu einem Zeitpunkt, wo ein Point of New Return bitterer nötig scheint als je. Nicht nur wegen der unsichtbaren Feinde, die uns bedrohen, sondern auch wegen der sichtbaren Feinde. Klimakrise, Turbokapitalismus und so weiter. Wir danken der Stadt München und ganz besonders dem Kulturreferat. Wir danken allen Stiftungen und allen Co-Produzentinnen und Co-Produzenten. Wir danken dem Biennale-Team, Spielmotor und so weiter. Wir danken allen Sponsoren und allen UnterstützerInnen. Und wir danken allen Kunstschaffenden und allen Mitwirkenden des Festivals. Hoffentlich spielen die virale Lage und das Wetter mit. Wünschen Sie uns Glück. Das ist ein Video von der Münchner Biennale. 3, 2, 1, los! Herzlich willkommen bei der 17. Münchner Biennale 2020. Salam alaikum. Salam alaikum wa minim Biennale. Bajam mungen. Ich habe ja ganz vergessen, die Biennale abzusagen. Und hier? Hier? Hier standen die Schauspieler und haben gespielt. Wo habe ich nur meinen Schlüssel? Ich muss ins Homeoffice. Ich muss die Biennale absagen. Shalom München. My name is Noah Frenkel and I'm a singer and a performer. Das Publikum saß immer da, wo es sitzen sollte. Ich habe so viele Aufgaben, da ist so viel zu tun. Ich muss so viel organisieren. Hello, we are Belenice Moreno Gil and Oscar Escudero, creators of Some Normal Europe. Ich muss dringend telefonieren. Ach da, ein Glück. Ah, nur gleich die Nummer. Hallo. Mein Name ist Anna Klöseu, Komponistin. Ich bin Teil des Projekts Große Reise in entgegengesetzte Richtung. Martin Jock, Stage Design, LA. Hola a todos, hola a todos. I like the science fiction genre not only because of the fantasy of it, but also because it puts our scientific paradigm into a sort of mythological level. Mr. Martin? Hier ist Miss Gabi von der Biennale. Ah, oh, Gabi! Mr. Martin, es ist alles abgesagt. Alles. Was ist abgesagt? Die Biennale für zeitgenössische Musik. Wo? Met? Scala?
Verona? Nein, München. Ich bin Jelena Bankovic, ich bin Sopranistin am Stadttheater Braunschweig. Oh nein, nein, das können Sie nicht machen. Ich habe alles vorbereitet, liegt alles auf meinem Schreibtisch. Ich wollte es Ihnen gerade zuschicken. So, guten Tag. Ich bin Alexi Baskind aus Berlin und bin für Transtimme als sozusagen Klangregisseur tätig. Und hier ein kleiner Videogruß aus der Produktion Ach, fast eine Funkoper. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die Elektronik in Zusammenarbeit natürlich mit Fabia zu konzipieren, zu realisieren und während der Auftritte aufzuführen. Hi, friends of Munich Biennale. Man stand hier und schmetterte einer Welt aus Niedertracht und Hass zärtlich Arien des Widerstands entgegen. Man stand hier und hat in riesengroßen Szenen die Kontrolle über sich und diese hässliche, verkaufte Welt verloren. Hier wurde einander zugehört. Sitzen und hören. Schlag meines Herzens, Tick in der Uhr. Hello, my name is Kathy Milliken. I am a composer and co-artistic director along with Dietmar Wiesner and Roman Schulkowski of the opera Fast eine Funkoper to be produced by the Münchner Biennale für Musik und Theater 2020. Die Arbeit mit euch und dem künstlerischen Team war und ist mir eine Freude. Ausatmen. Einatmen. Shalom. Thank you. See you soon. Y un abrazo muy fuerte para todos. Besos. Hoffentlich bis bald und dann live. So stay tuned and be there. Hoffentlich spielen die virale Lage und das Wetter mit. Ja, es bleibt ja so spannend. Wünschen Sie uns Glück.